bei Schulz am Stand. Und bei Schulz steht seit jeher für ein Produkt, das ihr auf jeden Fall auf unserem Kanal schon kennt, das ich auch persönlich selber fahre und sehr überzeugt davon bin, das ist die Sattelstütze. Aber bei Schulz hat wesentlich mehr im Portfolio als so diese eine Stütze. Und wir sind hier am Stand mit dem Stefan. Und der Stefan wird uns jetzt mal... Der Stefan wird uns jetzt mal zeigen, was es denn sonst noch an spannenden Neuerungen fürs nächste Jahr gibt. Und wir haben sogar noch was für Händler dabei. Also als Händler, wenn du bist, auch mal dabei bleiben. Und dann haben wir noch was. Das ist eigentlich nicht fürs nächste Jahr. Das wird dann irgendwann mal kommen. Und sobald es da ist, also ich bin tierisch heiß drauf. Das ist nämlich was, das ihr auf jeden Fall euch anschauen müsst in diesem Video. So, neben mir steht der Stefan. Stefan, du bist bei Schulz. Genau. Und wirst uns jetzt mal einfach durch die Produkte durchführen. Machen wir gerne. Aktuell ist es so, dass wir was komplett Neues entwickelt haben. Ein Faltpedal, das nennt sich Z.1. Mhm. Das sehen wir hier unten an dem Rad verbaut. Ist ein Faltpedal, große Trittfläche für 150 Kilo Fahrergewicht zugelassen. Das Pedal selbst ist eher massiv gebaut, schwer, für E-Bikes gedacht. Super praktisch in der Anwendung. Man hat einfach hier einen kleinen Knopf, den man runterdrückt, klappt das Pedal hoch. Und das Rad selbst wird unglaublich schlank, wenn man es zum Beispiel verstauen muss in einem Flur, wenn man es auf dem Camper verstauen muss. Genau, ich finde es interessant für die Leute, die mit Heckträgern oder am Camper, da ist noch weniger Platz oben. Für die Leute ist das Pedal super interessant, denn ihr verringert einfach so die Baubreite von eurem Rad und das ist ideal. Ja. Es ist noch nicht alles. Das, was eigentlich vom Fahrgefühl her extrem angenehm ist, ist es abgesenkt auf die Nulllinie. Dein Tritt selbst wird viel runder, wird viel weicher, fühlt sich natürlicher an, ist eigentlich nicht so ermüdend wie das klassische Fahren. Du bist theoretisch 10 mm tiefer, sprich dein Sattel geht runter. Ja. Du kannst, wenn du das jetzt auf die Stadt irgendwie simulierst, im Prinzip sicherer fahren. Das wird auf jeden Fall die Leute bestimmt überzeugen. Ist aber wirklich nur für E-Bikes gedacht. Mhm. Wird jetzt vielleicht im Urbanen auf einem Cityrad auch noch funktionieren. In der Kombination mit unserem Stem Twist ist das natürlich ideal, weil das Rad so dermaßen schlank wird, dass man kein Problem hat, es irgendwo zu verstauen. Also Lenker eindrehen, funktioniert mit einem Schnellspannhebel, super easy, ist auch schnell. Das ist, wie gesagt, ideal für einen Urlaub. Also ihr verringert dort einfach die Breite des Rades. Ihr könnt es einfach relativ schnell auf den Heckträger packen und ihr habt gar keine Probleme mehr. Ihr müsst dann wahrscheinlich nicht mal mehr mit so einem riesen Täfelchen da hinten rumfahren. Genau, das ist auf jeden Fall, den Stem Twist gibt es ja schon länger von euch. Den gibt es seit, ich glaube, 2015. Genau. Hat auch schon einen Eurobike Award gewonnen damals. Das Z1-Pedal selbst ist jetzt frisch aus der Entwicklung, ist angesetzt für März 2022. Ja. Lass uns mal kurz eingehen. Die Nulllinie, was heißt das genau? Das ganze Pedal ist tiefer gesetzt. Der Fuß selbst ist in der zentralen Achse hier. Und dadurch hast du wirklich einen unglaublich runden Tritt. Also du bist nicht höher. Ja. Sondern kannst dann mit der Nulllinie echt viel einfacher fahren. Also es macht wirklich Spaß. Das sieht man vor allem in der Seite eigentlich am besten. Ja, okay. Genau. Dann haben wir jetzt halt noch angedeutet, ihr habt was für Fahrradhändler. Ne? Ganz genau. Das ist die ebenfalls eine neue Entwicklung, die für März 2022 angedacht ist. Mhm. Das ist der E-Bike Lifter. Ist in Zusammenarbeit mit einem skandinavischen Hersteller. Wir haben unsere Ideen mit reingebracht. Das wirklich Praktischste ist, es ist ein mobiler Fahrradreparaturständer. Der kann verschoben werden, ganz easy. Nicht kabelgebunden, hat einen Akku hinten drin, der läuft ungefähr eine Woche, kein Problem. Wie kann ich den wieder aufladen? Also rausnehmen? Das geht über ein Netzteil. Da gibt es ein Netzteil, easy. Okay. Ja. Funktioniert über ein Netzteil, die Steuerung ist unten über die Fußtasten regelbar. Das ist super leise. Total leise. Super leise. Für maximal 50 Kilo gedacht, also zum Nachrüsten, wenn jemand ein Händler ist, der in dieses E-Bike-Thema jetzt reinfindet, die Werkstatt mit ausreichend ausgestattet ist, dieses Heben und alles,
das Ding kann es erfüllen. Die Montageplatte ist universell. Ja. Also sprich, wir haben jetzt hier ein Feedback Sports. Wenn ein Händler schon was hat, kann er ein VAR. Ja, genau. Ja. Universell kann er das Ganze nutzen. Geladen wird es über das Netzteil rollen. Die Bauhöhe ist jetzt bei 1,90. Ja. Was eigentlich vollkommen ausreichend. Müsste eigentlich ausreichen. Ja. Da kommst du auch wunderbar an Schaltung und alles hin. Ja. Gut. März 2022. Ja. Ganz genau. Gut, jetzt kommen wir zu meinem Favorite und dafür müssen wir darüber. Das ist jetzt das, mit dem ich im Stefan immer auf die Nerven gehe. Und zwar ist das eine absenkbare, also eine Vario-Stütze mit einer Federung. Also ihr habt hier quasi zwei Welten in einem Produkt. Und das ist so gesehen eigentlich noch nie auf dem Markt gewesen, würde ich jetzt mal behaupten. In der Form, nee, gibt es eigentlich gar nicht. Genau, also es ist typische bei Schulz Federungssystem hier oben, also eine ST, ist jetzt nicht die ganz lange, aber macht auch nichts, denn ihr könnt hier sogar absenken und das ist eben genau das Interessante. Wenn ihr jetzt halt nämlich euer Rad richtig einstellt auf euren runden Tritt oder halt eben, dass es halt optimal zu euch passt, habt ihr ja manchmal das Problem, dass wenn ihr jetzt halt an der Ampel steht, dass ihr teilweise ein bisschen hoch sitzt und ein bisschen wenig Kontrolle auf dem Boden habt. Und dann einfach nur einen Knopf drücken und das ganze Ding fährt runter. Aber ihr habt noch den Komfort in der Sattelstütze. Und das ist wirklich einmalig. Das finde ich super gut, ist aber leider noch nicht so erhältlich. Ja, wir haben leider das Problem, dass die Hersteller wirklich, gut, das ist der allgemeine Konsens. Niemand kommt hinterher, Produktionen stocken und wir warten selbst drauf. Die Nachfrage ist doch enorm. Wir müssen leider immer wieder die Leute vertrösten, aber sie wird definitiv kommen. Was wir hier jetzt haben, ist übrigens das RI-Modell. Das wird dann im Prinzip Remote Insight gesteuert. Das Kabel wird durch den Rahmen gezogen. Ja. Der Remote Trigger, also der Auslösehebel, der ist dann am Lenker zu finden. Das Ganze gibt es auch als Remote Outside zum Nachrüsten, der dann der Auslösemechanik da oben dann hier oben. Ja. Und das Kabel wird dann außen am Fahrrad. Also es ist auf jeden Fall für alle Rahmen dann irgendwo gedacht, dass man sagt, man kann da das Ding nachrüsten. Wichtig ist halt, ihr müsst beachten, dass ihr das halt noch drauf habt. Also es ist jetzt so, wenn ihr eh schon knapp beim Rahmen seid, dann muss man das wirklich rausfinden. Die Aufbauhöhe liegt im Prinzip mit dem Ring bei 110 mm. Ja, das muss man halt auf jeden Fall beachten. Also die muss man definitiv einkalkulieren. Ja. Aber ansonsten, das Ding, wenn das rauskommt, das wird heiß. Das werden wir auf jeden Fall testen, werden es euch vorstellen. Da kommt auf jeden Fall definitiv noch mal ein Video dazu. Sehr gut. Stefan, das war's mit den Neuerungen erstmal. Danke dir. Und ne? Ich ruf ihn an. Ich sag ihm Bescheid. Ja. Gut, dann verabschieden wir uns hier vom Bei-Schulz-Stand. Wir machen natürlich noch weitere Videos für euch von der Eurobike. Aber das soll es erstmal hier gewesen sein. Und nochmal vielen Dank an euch alle. Vielen Dank ebenso. Gut.